Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Guild Wars 2. Ich würde sehr gerne eigentlich mit dem Bifrost weitermachen, aber es fehlt ja momentan ein bisschen an allen Ecken und Enden. Na, nicht wirklich ganz an allen Ecken und Enden, aber vor allen Dingen am Geisterholz. Und dafür brauche ich nämlich abgelagertes Holz, geschmeidiges Holz und hartes Holz. Und ja, weil die natürlich im Einkauf mega teuer sind und ich versuche das Ganze möglichst kostengünstig zu machen, muss ich die sammeln. Und ich dachte mir, das ist eine gute Gelegenheit für mich, euch zu zeigen, wie meine Farmrouten sind für eben diese drei Sorten Holz. Es fällt auch noch ein bisschen was anderes dabei ab, aber das zeige ich euch dann einfach hier im Laufe. Ich glaube, es werden heute zwei Videos kommen oder vielleicht nur ein Video. Mal gucken. Also entweder ich mache beide Farmrouten oder nur eine. Das kommt jetzt darauf an, wie lange es dauert, auch mit Erklärungen und so weiter. So, erst einmal möchte ich mich bedanken und zwar beim Katzi. Der hat mir nämlich 100 Scherben des Ruhms geschickt, damit ich, genau, hoffentlich kannst du das gebrauchen für dein Legi. Liebe Grüße, Katzi, genau, ja, da hat er es mir dann auch geschickt. Beim ersten Mal war es nicht dabei. Vielen lieben Dank, Katzi. Du warst ja auch einer derjenigen, die mich darauf hingewiesen haben, dass man das Ganze auch kaufen kann. Hier die PvP- und die WVW-Belohnungspfadmaterialien. Das habe ich dann auch schon gemacht. Das heißt, einmal deine 100 Scherben und dann habe ich mir noch 100 Scherben dazu gekauft. Das ist auch gar nicht so mega teuer, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte. Außerdem möchte ich mich noch bedanken beim verwirrten Char. Und ich glaube, das ist das der Felis, der mir einen Schwarzlöwendruhenschlüssel geschenkt hat. Den nehme ich auch gleich mal. Das andere lasse ich mal noch drin, weil das braucht dann die Konstrukteurin. Und damit öffnen wir dann eine meiner Schwarzlöwendruhenschlüssel. Truhen. So. Mal schauen, was drin ist. Wow! Ach, wie geil! Schnipsel einer Schwarzlöwentickets, gleich zwei Stück. Meine Güte, da habe ich in letzter Zeit aber auch mega viel Glück. Ich glaube, ich habe jetzt schon 14 Stück verzauberte Kampfverstärkung aktivieren, um eine Kampfverstärkung auszuwählen, deren Wirkung eine Stunde anhält. Auch nicht schlecht. Ja, super. Vielen lieben Dank, Felis. Wie gesagt, ich glaube, du bist es. Ich glaube, du bist es. So, aber fangen wir an mit den Farmrouten. Ich bin hier im, boah, das leckt gerade ein bisschen, im Harati-Hinterland. Hier gibt es zwei Spots, die ich ganz gerne abfarme. Einmal hier direkt am Eingang, Wegmarke Founds. Und zwar laufe ich hier vorne in dieses Waldgebiet rein, da wo es die Spinnen und die in Spinnenkokons eingesponnenen Seraphen gibt. Und dann noch hier oben am Grünflink-Plateau, Wegmarke Brückenwachtlager. Da laufe ich ganz gerne einmal hier so komplett rum. Mach nochmal oft einen kleinen Abstecher hier zu den Harpien. Die haben nämlich oftmals auch noch ein bisschen Holz und vielleicht auch ein bisschen Erze. Was gibt es hier zu farmen? Wir können hier Kräuter farmen. Und zwar findet man hier Zwiebelspots, junge Kräuter und Wurzelgemüse. Und außerdem auch noch abgelagertes Holz und geschmeidiges Holz. Abgesehen von reichhaltigen Adern spawnen alle diese Ressourcen innerhalb von einer Stunde wieder nach. Das heißt, wenn ihr das Holz so richtig, richtig dringend braucht und richtig, richtig nötig habt, dann geht einfach mal mit all euren Charakteren die Strecke ab und lockt nach einer Stunde nochmal wieder ein, um das Ganze zu machen. Ihr kommt da sehr schnell auf eine ganz erkleckliche Anzahl an Holzscheiten. Ansonsten kann ich euch noch den Tipp geben, zieht eure Karte ganz groß auf, damit ihr alle Abbauspots schnell seht. Den Rest des Videos lasse ich vermutlich unkommentiert, es sei denn, mir fällt spontan noch irgendwas ein, was ich euch unbedingt noch sagen möchte. Ich hoffe, es ist hilfreich und wir sehen uns sehr wahrscheinlich dann erst im nächsten Video wieder.